Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Jetzt möchte ich euch, wir haben ja ein großes Unboxing gemacht, ich habe euch die Geräte alle vorgestellt, den Matrix 4:2 und den 1:1 mit Audio abgreifen. Jetzt möchte ich euch den 1:2 nochmal genauer vorstellen und erklären. Ich habe mir auch die Anleitung nochmal versucht durchzulesen und versucht zu übersetzen, weil sie nur in Englisch ist. Der greift, also hier geht 4K, also der kann 4K, 60 FPS und HDR. Wenn ihr da zum Beispiel hier in den Eingang die PS4 reinmacht, geht die auf beide so raus. Aber, also Strom brauche auch. Wir haben einmal hier vorne die Möglichkeit zu sagen, Copy. Das ist das, wie ich es lassen werde. 4K und 2K. Das heißt, Copy 1 steht da. Und 4K und 2K. Das heißt, einmal gibt er 4K aus, einmal gibt er 2K aus. Und Copy 1 heißt praktisch, der kopiert von Ausgang 1 das Signal, was hier rausgeht, auf Ausgang 2. Copy. Das heißt, 4K 60 FPS mit HDR gehen rein. Gehen auf 1 raus und 1 kopiert das auf 2, also geht es auf 2 genauso raus. Wenn ihr jetzt aber einen Fernseher habt, der hier nur 1080p kann und der andere oder der Monitor, ihr wollt es halt zum Beispiel an einen 4K-Fernseher und an einen Beamer anschließen. Ja, da haben wir dann hier vorne, also wie gesagt hier hinten, aber ihr wollt nicht immer umschalten und auf 1080p runter machen oder 2K oder so, dann haben wir hier vorne noch die Möglichkeit zu scalen. Wir wollen eine Downscaling zulassen oder abschalten. Das heißt, wenn wir jetzt auf 1 eine nicht 4K-Quelle haben, dann skaliert der runter. Also wird automatisch 2 runter gescaled. Wir können es aber mit Hilfe dieser beiden Tasten, die wir hier haben, sagen, nö, A soll nicht runter gescaled werden. Der soll immer 4K 60 FPS, wenn es reingeht, soll so rausgehen. Also geht so am Fernseher raus. Also lassen wir auf off. Machen aber 2 auf on. Das heißt, hier habt ihr am Fernseher 4K 60 FPS. Auf 2 wird es runter skaliert, weil der Fernseher oder der Beamer nur 1080p kann und könnt da 1080p nutzen. Müssten wir dann gucken, wie weit das funktioniert. Aber ich habe auch gar nicht. Habe ich noch was, was 1080p kann? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Aber wir wollen uns das auch mal angucken, weil viele mal sagen, hier, wie schließen wir das denn an und so. Was eigentlich immer überhaupt kein Problem ist. Aber wir machen es jetzt wirklich ganz genau. Und dazu noch meine Ermahnung an euch. Besorgt euch vernünftige HDMI-Kabel. Ich habe jetzt hier von Kabel direkt Kabel. Und wenn wir die jetzt hier zum Beispiel raus beim Ausgang anschließen, also Strom müsst ihr auch natürlich noch anschließen, das ist klar, den mache ich jetzt nicht vor. So, einmal geht zum Beamer oder zum 4K-Monitor oder Capture-Karte und einmal geht zum Fernseher. Läuft wunderbar. Aber wenn hier beim Eingang ein schlechtes HDMI-Kabel dran ist, ich habe hier mal ein altes, das ist auch kaum nicht so dick und nicht geschirmt, also nicht so gut geschirmt, ich habe hier noch mehrere HDMI-Kabel, die gibt es dann halt auch mit so gebogenen Ecken und so. Und man weiß ja immer nicht, was da drin ist. Hier nehmen wir mal ein kleineres. Ja, da sieht man dann gleich auch schon mal die Unterschiede. Das will ich euch mal zeigen. So, da könnt ihr dann in der Dicke ja schon mal die Unterschiede erkennen. Ja, unten der Dicke ist natürlich das von Kabel direkt. Ja. Sieht vielleicht im Video nicht so gravierend aus, ist es aber. Wenn ihr dann aber hier... So, der HDMI, der hier reinkommt, ein schlechtes HDMI ist, der jetzt nur, was weiß ich, Standard 1.4 hat. Ja, da geht kein 4K durch. Also kommt hier auch kein 4K an, also kann auch kein 4K irgendwo rausgehen. Das geht nicht. Ihr müsst auf beiden Seiten hochwertige und gute Kabel haben, die das, was von denen verlangt wird, auch unterstützen. Das heißt, eine Möglichkeit, wenn ihr jetzt Geld sparen wollt, wäre dann natürlich ein 4K 60 FPS fähigen Kabel
in den Eingang, dass wirklich das beste Signal, was ihr haben, also rausgeben könnt, hier auch wirklich ankommt. Beim Ausgang A, den wir ja kopieren wollen, ein 4K 60 FPS rein. Und wenn ihr hier nur ein 1080p, macht ihr einfach die Downscaling-Funktion an. Ach, jetzt habe ich beide angemacht. So, macht ihr einfach nur bei B die Downscaling-Funktion an. So, macht den älteren Kabel ran, der 4K nicht kann, aber 1080p. Und dann geht es dadurch, weil der wird dann downscaled. Wenn ihr dann natürlich... Ich würde da aber selbst da schon die neueren Kabel nehmen und die alten dann einmal langsam anfangen zu entsorgen. So, ich muss mal hoch machen. So. Nehmen wir mal an, das ist jetzt ein 4K 60 FPS fähiger Kabel. Und hier kommen 4K 60 FPS mit HDR rein, gehen hier raus. Wir haben ja hier auf Copy, das heißt, was hier auf 1 rausgeht, wird kopiert auf 2. Der Beamer kann aber kein 4K, also kommt da vielleicht ein Ton an oder ein grünstichiges Bild und kein Ton oder Ton und ein grünstichiges Bild oder gar nichts. Das ist, also kann ich euch nicht sagen, das ist immer unterschiedlich, habe ich bei verschiedenen Freunden schon in verschiedenen Varianten erlebt. Gar nichts kommt, teilweise kommt was, kein Bild, Ton, tonstockend. Bild mit grünen Punkten oder Artefakten oder da gab es so viele Varianten, also das kann ich euch gar nicht alles aufzählen. Also achtet bitte auf die Kabel, dass die das unterstützen, was ihr von denen verlangt. Die Hardware ist, schafft das. Das werden wir nachher in einem Testvideo auch machen. Ich wollte euch jetzt nur mal zeigen, wie das angeschlossen wird, weil viele ja immer fragen und warum und weshalb. So, für wen ist das jetzt was? Wer könnte das jetzt hier brauchen? Auch ganz einfach gesagt, wenn ihr, wie gesagt, einen Fernseher und einen Beamer betreiben wollt oder eine Capture-Karte, so wie ich, einmal zum Fernseher, einmal zur Capture-Karte, wenn ihr aufnehmen wollt, wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Ja, ihr seid halt, ihr habt halt, könnt halt zwei Endprodukte dadurch nutzen. Ja, das ist halt für ganz viele sehr interessant. Oder wenn ihr jetzt, keine Ahnung, einen AV-Receiver habt, den ihr versorgen wollt, könnt ihr dann praktisch hier einmal zum Fernseher und einmal zum AV-Receiver machen. Wenn der Fernseher, wenn ihr einen alten Fernseher habt, mit der, wo HDMI kein Ausgang ist, also kein AACC oder wie das heißt. Ich vergesse die Namen immer. Für die Leute ist das was. Alle Produkte, die ich bis jetzt hier getestet habe, sind wirklich, also von Edsco, sind hochwertig verarbeitet aus Metall. Sind so ein bisschen gebürstet. Die werden wir nachher auch noch testen, ob sie das können, was sie können. Leider ist bei allen Produkten nur eine englische Beschreibung bei. Das ist schade, aber die sind ja eigentlich selbsterklärend. Und hinten steht es ja auch nochmal drauf. Also von daher sollte da eigentlich kein Problem sein. So, das war jetzt der 1:2. Den werden wir nachher auch noch anschließen. Und dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Wenn ihr da noch Fragen habt, postet uns einfach in die Kommentare. Ich werde lesen und euch dann so schnell wie möglich antworten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen würden. Da kommt dann der Matrix dran, den wir uns angucken wollen. 4:2, 60 FPS, 4K und HDR-fähig. Geile Sache. So, ich würde mich dann jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi. Seid euer Odin.